Hallo ihr Lieben, heute haben wir was anderes. Ich habe mal wieder was Neues zum Ausprobieren. Ich habe mir nämlich das hier geholt. Das ist Raisin. 200 habe ich geholt. Und das ist jetzt ein Kilo. Habe also auch mir schon zwei davon geholt. Werde jetzt aber erstmal klein anfangen und habe zum Beispiel auch dazu die Farbpigmente. Habe ich mir drei Stück dazu geholt. Dann habe ich noch solche Kautschuk-Sachen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es jetzt mache. Also hier steht einmal Lebe, Liebe, Lache und einmal Nimm dir Zeit. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich muss schauen. Ich bin da tatsächlich nicht ganz sicher. Aber ich will, glaube ich, erstmal nicht mit denen arbeiten, sondern ich weiß nicht, wer sich vielleicht an diese Form noch erinnert. Mit dieser Form will ich jetzt einfach mal anfangen und dadurch erstmal ein Gefühl für dieses Material jetzt bekommen. Und bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt, weil es ist natürlich, ich habe mir auch noch ein anderes Material bestellt. Ich bin gespannt, also ich probiere mich da jetzt einfach mal aus, weil ich natürlich sehr viel Spaß habe an dem Epoxidharz, ob damit jetzt so ein bisschen Ähnlichkeiten bestehen. Und jetzt unabhängig davon, dass ich mir nicht genau sicher bin, ob die Form so jetzt nochmal funktioniert oder ob die jetzt mittlerweile schon zu viele Dellen hat. Ich fand die damals Tatsache, ich finde die Form selber an sich schön, aber ich glaube, die hat einfach ein paar Dellen abgekriegt. Und aber ich schaue jetzt einfach mal. Ich will die logischerweise, weil Ying und Yang machen halt zwei Farben. Ich werde mich jetzt auf die beiden Farben konzentrieren und die nutzen, weil ich glaube, die funktionieren am schönsten miteinander. Und dann schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. So, und das hier wird im Verhältnis 1:3,5 gemacht. Und das werde ich jetzt abmessen. Ich fange erstmal mit einer kleineren Menge an, habe also mir auch schon 100 Milliliter Wasser abgefüllt. Und genau, jetzt messe ich noch das Pulver dazu ab. Und dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ich habe auch Handschuhe dabei. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich es wirklich brauche oder nicht. Aber das werden wir dann auch sehen. So, ab hier übernehme ich jetzt wieder in der Nachvertonung, weil ich habe tatsächlich wieder vergessen zu reden. Aber kennen bestimmt die einen oder anderen jetzt auch, wenn man konzentriert ist und schauen muss, was man macht, dann vergisst man eben das auch mal. Und ich habe gemerkt, dass das irgendwie zu wenig Töne waren, die dann bei mir zustande gekommen sind. Ich habe beim Anrühren habe ich das nach und nach angerührt, weil ich nicht genau wusste, wie funktioniert es jetzt am besten, wie geht's, wie sieht die Masse, wie entwickelt sie sich, macht es Sinn, das Ganze nach und nach einzurühren. Und für mich selber, ich fand es gut, weil einfach da so ein bisschen geschaut werden konnte, oder ich besser gesagt dann schauen konnte, dass die Klümpchen auch raus sind. Und es ist tatsächlich flüssiger geworden, als ich zu Anfang hätte gedacht. Zu Anfang dachte ich, oh, das wird jetzt aber ganz schön dick. Und aber letztendlich war das richtig, richtig flüssig. Und ich habe wirklich auch gedacht, was wird das jetzt? Und war sehr, sehr unsicher, muss ich dazu sagen. Ich war auch sehr unsicher, was jetzt die Pigmente angehen. Mittlerweile habe ich tatsächlich ein paar mehr Infos. Ich habe ja relativ viel Pigmente reingemacht, weil ich immer gedacht habe, da kriege ich noch so ein bisschen mehr intensive Farbe rein. Mittlerweile, ich habe mit dem Hersteller
geschrieben, weil ich gefragt habe, wie sieht's denn aus? Irgendwie das Ganze ist alles sehr pastellfarben auch geworden und es ist so gewollt. Also dadurch weiß ich, beim nächsten Mal brauche ich gar nicht so viel reinmachen. Es gibt, ich werde es natürlich trotzdem ausprobieren, wer mich kennt, der weiß das. Das heißt, mein nächstes Video, wenn ich das mit dem Material ausprobiere, werde ich bestimmt auch schauen, ob ich vielleicht irgendwas finde, womit ich intensivere Farben bekomme. Und aber aktuell ist es so nicht vorgesehen, dass man da intensiver das Ganze hinbekommt. Also weder das Terrakotta, Mandarine oder was auch immer das jetzt war, sollte so intensiv werden. Und dadurch hätte ich, glaube ich, reinkippen können, was ich will. Es wäre nicht intensiv geworden. Und dadurch ist es dann leider so. Ich wollte ursprünglich das wirklich ein bisschen intensiver haben, aber es ging halt nicht. Und wenn man es aber weiß, glaube ich, kann man sich da auch gut drauf einstellen. Man kann bestimmte Sachen ja einfach auch da flexibel dann dementsprechend an die Bedürfnisse anpassen und zum Beispiel vielleicht auch danach noch anmalen. Aber wie gesagt, das war jetzt leider, wusste ich vorher nicht, weil ich es halt, für mich ist es ein kompletter Blindtest jetzt auch gewesen. Es gibt zwar auch so andere Materialien, die, glaube ich, ähnlich gestrukturiert sind, wie zum Beispiel das Hydroflow von der Etherart oder Jasmonite. Da habe ich allerdings noch keine wirkliche Info, wo kann ich es kaufen und... Aber bei den anderen, bei Hydroflow, ich will es auch noch ausprobieren und freue mich da auch sehr drauf und weiß dann halt da auch schon ein paar Sachen mehr, weil da einfach auch schon YouTuber dazu ein, zwei Videos gemacht haben. Und aber ich fand es jetzt erstmal nicht schlecht, dass ich dort halt jetzt dann zumindest das schon mal ausprobieren konnte. Und ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr interessante Mischung, also eine interessante Art, wie das funktioniert, weil das auch unheimlich schnell dann auch hart wird. Hätte ich nicht mit gerechnet. Wie gesagt, ich hätte schwören können, von der Flüssigkeit her, dass bestimmt mindestens 48 Stunden dauert, bis das Ganze fest wird. Aber nein, ich habe wirklich nach einer Stunde circa war das Ganze fest. Und ich hatte auch ein bisschen zu viel mir angemischt und habe dann mit der Fliese, das ist so eine Fliesenform, habe ich es dann noch gemacht, habe ich die dann noch gegossen, habe dann auch diesen Kautschuk später noch raufgemacht, also diesen Spruch, den ich euch vorhin gezeigt habe. Da habe ich mittlerweile auch Infos, weil ich festgestellt habe, das werdet ihr dann auch sehen, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe es auch wirklich falsch gemacht. Ich hätte es in die Form reinlegen müssen. Ja, hätte man vielleicht wissen können. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es beim nächsten Mal und ich probiere es natürlich auch aus und zeige es euch dann auch. Und ihr habt schon gesehen, ich bin doof, wie ich bin an den Tisch rangekommen. Dadurch hat es so ein bisschen gewackelt und ist so ein bisschen übergelaufen. Aber genau, ich habe es dann auch erstmal trocknen lassen, damit ich halt eben nicht irgendwo nochmal rankomme und mit der zweiten Farbe dann habe. Also dadurch muss man nicht. Habe es aber eben, wie gesagt, für mich gemacht, weil ich wirklich noch komplett ahnungslos war. Oder bin. Ich glaube, ich bin es eigentlich auch immer noch. Ich teste mich da jetzt gerade noch durch. Das ist wie mit dem Epoxidharz. Man muss so nach und nach so die kleinen Schritte dann kommen und dadurch nehmt euch die Zeit halt auch. Weil dieses Material ist natürlich noch nicht so gängig. Ich habe es, wie gesagt, so noch nicht so richtig bei jemandem gesehen gehabt. Ich fand es aber jetzt für mich erstmal spannend, weil ich ja auch zum Beispiel Beton von dieser Firma schon mal ausprobiert habe. Und nein, ich verdiene daran kein Geld. Ich habe bisher nur Sachen eben dort gekauft und bekomme dafür kein Geld. Ich habe es auch selber gekauft, also keine Sorge. Meine Meinung ist komplett frei. Und... dadurch. Und hier seht ihr auch, ich habe euch dann nicht mehr beim Anmischen mitgenommen. Also ich habe dann die Farbe letztendlich angemischt in diesem schönen Blau. Ich finde, das Blau sieht auch wirklich ganz schön aus. Und wenn man jetzt die Erwartungshaltung auch runterschraubt, dass man eben keine intensiven Farben bekommt, dann finde ich, ist das auch echt schön geworden. Und... ja, ich hatte auch da, obwohl ich schon mit der Masse so ein bisschen runtergegangen bin, hatte ich dann trotzdem noch was übrig. Und habe dann
Herzen geformt. Und ich finde, die Herzen sind echt schön geworden. Obwohl da so kleine Luftbläschen drin sind, die muss ich noch schauen, wie ich es am günstigsten dann rausbekomme. Aber ich finde, die sind sehr, sehr schön geworden. Also dadurch dürft ihr euch dann natürlich gerne ausprobieren. Bei der Fliese muss ich dazu sagen, bei mir ist leider ein Stückchen kaputt gegangen. Ihr seht das schon beim Rausnehmen. Das war leider, entweder habe ich es zu früh probiert, ich weiß es nicht. Ich habe es versucht mit dem Kleber zu machen. Es ist besser geworden, ja. Aber ich konnte nicht alles kaschieren. Ich werde nochmal schauen, vielleicht bekomme ich es auch nochmal irgendwie mit einer Farbe oder so oder mit Gold irgendwie, dass ich damit die Kante so ein bisschen ausblende und dass das dann nicht zu sehen ist, aber ja. Aber hier seht ihr die kleinen Herzchen, ich liebe sie, sie sind echt schön geworden und wenn man dieses Material auch anfasst, hat das so einen unglaublich schönen glatten Touch. Und ich glaube, damit kann man echt schöne Sachen mitmachen. Also ich freue mich schon sehr drauf, dieses weiterhin auszuprobieren. Und da werdet ihr bestimmt auch immer wieder noch ein paar Sachen von mir sehen. Ich finde es halt eine unheimlich schöne Art. Und ich konnte es auch relativ gut, bis auf jetzt bei dieser Yin-Yang-Form, relativ gut rausbekommen. Und wie gesagt, diese Yin-Yang-Form, ich habe sie, glaube ich, über Amazon bestellt. Ich kann sie nicht empfehlen. Auf keinen Fall. Ich habe zwar ein, zwei schlechte Bewertungen dort gelesen gehabt, als ich sie gekauft habe, aber sie ist unmöglich. Also wer dort sich die kaufen möchte, bitte, bitte sucht euch woanders. Es ist eine Vollkatastrophe, diese Dellen. Ich habe sie ja auch nicht komplett rausbekommen. Das sieht man jetzt also auch in diesen fertig gegossenen Stücken leider so ein Stück weit. Ich finde sie trotzdem sehr schön. Mir sind auch ein, zwei Sachen leicht rausgebrochen. Und aber die konnte ich mit, wie sagt man, mit so einem Schleifpapier so ein bisschen ausbessern, was ich wirklich gut fand. Und dadurch so ein bisschen das Ganze ein bisschen ausgleichen. Ihr seht schon, ich habe die ganzen Krümel, die mir da leider rausgebrochen sind, aber auch leider so ein Stück weit, weil ich ja auch so ein bisschen drüber gegossen hatte. Also dadurch sind so ein paar Sachen einfach dann leider passiert. Und ihr seht übrigens links unten, da sind noch meine zwei Buchstaben. Die habe ich einfach aufgrund dessen, weil da wirklich noch ein Mini-Rest drin war, nochmal zwei Buchstaben gegossen und ich finde auch die sehr, sehr schön und dadurch hat sich auch das sehr gelohnt. Ja, während ich noch das letzte aus der Form knubbel, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall das Video auch gefallen. Falls ihr da gerne nochmal mehr wissen wollt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche euch da ja immer sehr zeitnah zu antworten. Und freue mich natürlich auch über Fragen, Ideen, Kritik, falls irgendwas nicht richtig zu sehen war. Ich habe diesmal zum Beispiel auch den Blickwinkel geändert. Und ja, also ich freue mich tatsächlich sehr über einen Daumen nach oben, über ein Abo. Bin da euch sehr, sehr dankbar. Danke euch da wirklich sehr von Herzen, dass da einige Abonnenten mittlerweile gekommen sind. Und ja. Und wie gesagt, ich liebe das Material. Ich finde es sehr, sehr angenehm und vielleicht probiert ihr es auch aus. Ich schaue, dass ich euch hoffentlich alles verlinke. Es ist die Firma Raya, da habe ich schon einige Sets von gehabt und ich habe den Kauf jetzt nicht bereut. Also dadurch wünsche ich euch mit diesen Worten erstmal einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann!